Ja, hallo miteinander. Heute mal wieder ein anderes Thema, und zwar habe ich einen Schneidplotter bekommen. Der hat ein bisschen zu mir gefunden wie die Jungfrau zum Kind. Da steht er, das gute Stück. Es handelt sich um einen X-Cut JP, wie auch immer. Das Problem an der Kiste ist, der hat schon einige Jährchen auf dem Buckel, und es war dabei eine Software namens Art Cut irgendwas. Die ist wohl ähnlich alt, und ich habe versucht, die auf einem Rechner hier zu installieren. Das ist so gut wie chancenlos. Da ist eine zweite CD dabei zu der ersten, und mit der, die muss man dann irgendwie einlegen, um die erste freizuschalten. Und das hat wohl mal funktioniert unter Windows XP, aber unter Windows 10 geht da gar nichts mehr. Und ich habe also diese Software dann, weil es mit einem modernen PC nicht ging, auf einen alten, ich glaube, einen alten Pentium mit Windows XP installiert. Dort konnte man auch noch diese Freischaltung machen mit dieser zweiten CD. Und das hat mir zumindest ermöglicht, dass ich Schriften ausdrucken konnte. Das aber auch nur sehr schwierig, weil man das Papier nicht richtig einstellen konnte, wo der Anfang ist von dem Drucker, und wo dann ist der erste mal ein Stück vorgefahren. Dann war jetzt mal so viel Folie für einen Eimer. Also es war alles nicht befriedigend. Und dann habe ich mich einfach im Internet mal umgeschaut, was es so an Plotter-Software oder Cutter-Software gibt. Und der Markt ist relativ überschaubar. Des Weiteren ist ein Foliencutter mit serieller Schnittstelle heute auch nicht mehr unbedingt State of the Art. Und der hat halt nichts anderes als eine serielle Schnittstelle. Und ich kam dann irgendwann auf ein Programm namens Easy Cut. Dieses Easy Cut ist ein reines Schneidprogramm und hat eine Demo-Version zum Download für hier 30 Tage Evaluierung. Ja, und mit dieser Easy Cut Software habe ich es dann geschafft, hier tatsächlich mal Grafiken auszudrucken, weil man damit wohl auch selber Grafiken erstellen kann, aber mit diesen Vektorgrafikerstellungen, das ist immer nicht so besonders lustig. Aber dieses Programm kann zumindest, ich glaube, SVG-Grafiken oder sowas, also Vektorgrafiken importieren und dann entsprechend auch ausschneiden. Was sehr angenehm ist, es lassen sich dort anscheinend diverse Drucker ansteuern, aber der hat einen Treiber, wo sich eben so ein Generaldrucker noch installieren lässt. Ich gucke mal, ob ich das hier herbekomme. Moment mal. Ja. Jetzt schauen wir uns mal die Software an. Das ganze Ding, was ich gefunden habe für diesen steinalten Cutter, heißt Easy Cut Studio. Und man kann, wenn man die Software hier runterlädt, eine Testversion bekommen. Und diese Testversion, wenn man letztendlich sich anguckt, die sieht dann so aus. Die Testversion macht eins, die Testversion macht jetzt dann durch das Objekt, das man ausplotten will, zwei Striche durch, so dass es ein wenig blöd ist zum Auspopeln, aber das seht ihr jetzt dann später vielleicht noch mal kurz an dem Ausdruck. Was mir gut gefällt, man kann sich hier ein Projekt einfach reinholen, irgendeine SVG-Datei, und die dann entsprechend auch in der Größe skalieren. Und ich würde sagen, wir gehen hier mal auf 70% und dann die Datei hier passend hinrutschen. Kleine Info vielleicht noch. Man würde erwarten, dass hier oben, wie bei jedem normalen Programm, hier oben das losgeht ist dann mit dem Ausdrucken. Dessen ist nicht so. Wir stellen diese Datei hier unten in die Ecke. Warum, werdet ihr jetzt gleich sehen. Entsprechend gehen wir dann auf Plotten und sagen Schneide mit Plotter. So, hier ist jetzt eins wichtig. Ich habe mir jetzt hier schon eingestellt, im Auslieferungszustand steht der irgendwie auf HP, Tralala und USB-Schnittstelle. Nachdem ja der Uralt-Plotter keine USB-Schnittstelle hat, läuft der auf der seriellen Schnittstelle, und er ist ein DMPL-Plotter auf dem 1er-Slot. Hier sieht man sehr schön die Stelle, wie er später ausdrucken wird. Das heißt, das hier ist letztendlich dieses Gerät mit dem Display hier und dieser Walze hier. Ich zeige euch das mal in echt. Hier in echt sieht es im Prinzip genauso aus. Es hat hier diesen Bubbel und hier entsprechend das Display. Und genau
an dieser Stelle, jetzt gehen wir mal hier nochmal zurück, genau an dieser Stelle hier wird er jetzt dann entsprechend seinen Druck machen. Jetzt schalte ich mal den Plotter ein. Was mir sehr geholfen hat beim Finden dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Treibers, es gibt hier die Möglichkeit Verbindung testen. Ohne das wäre ich wahnsinnig geworden, weil man muss ja so ziemlich alles durchprobieren. Allein schon, wenn man sich überlegt, hier, der wird, wenn er ausgeliefert wird, steht der, glaube ich, auf die Software auf 38.000 baut. Der Drucker will aber 9,6. Das heißt im Prinzip, man arbeitet einige Male hier und macht immer wieder eins, Verbindung testen. Und wie ihr jetzt gehört habt, ich drehe mich jetzt mal nochmal um hier zum Verbindung testen. So, wenn ihr euch jetzt hier den Drucker entsprechend anguckt und man drückt jetzt hier auf Testen, macht ihr hier mal so einen ganz kurzen kleinen Quick und dann weiß man, okay, man hat jetzt entsprechend eine funktionierende Einstellung gefunden. Ja, und was dann noch zu tun ist, ist letztendlich hier auf Ausschneiden zu drücken. Und schon legt der Junge los hier. So, jetzt geht's ans Ausfummeln. Ich habe die hier schon mal rausgezogen. Und zwar muss man jetzt natürlich hier die ganzen ausgekatteten Wutzelle hier rausbringen. Die Demo-Software macht immer noch so Striche rein, da gehen die dann nicht so am Stück runter. So, damit wäre das Ding soweit fertig. Jetzt brauchen wir noch eine Transferfolie. Transferfolie. Die klatschen wir da drauf. So, das ist jetzt der Videoeffekt zum Zeigen. Jetzt hat es uns natürlich mit Falte aufgeklebt. Im Prinzip passiert jetzt Folgendes als nächstes. Man zieht das Ding hier ab. Und überträgt dann die ganze Geschichte dorthin, wo man das haben möchte. Ja, soweit zum Plottern. Das ist natürlich jetzt hier der typische Vorführeffekt. Das ist alles irgendwie abgeschnitten. Nein, das schauen wir uns mal an.